Hurra für sinnlos. Ja, weil wir können auch hier hoch. Mhm. So, da oben ist ein versteinerter Oger im Weg. Den können wir umgehen, indem wir hier hochgehen. Dort ist übrigens ein Riesenbasilisk im Weg. Was heißt im Weg? Er ist da in seinem Käfig eingesperrt. Und hat Leute versteinert. Mhm. Da wäre die nächste Fackelhalterung schon. Also es gibt insgesamt 4 Stück hier. Und wir müssen oder sollten alle 4 aktivieren. So, da war ein Asketenleuchtfeuer drin. Ich kümmere mich jetzt erst einmal um den Basilisken. Erst einmal gucke ich, wie viele Duftzweige ich mittlerweile habe. 4. Okay, das reicht, um hier alles zu entsteinern, ohne Probleme zu kriegen. Ja, kannst da ruhig alles eingiften. Wow. Schwanzschläge wiederum sind mies. Deswegen sollte man eigentlich immer an der Seite bleiben. Von ihm hier. So, ein Magiestein. Okay, entsteinern wir erstmal dich hier. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, sogar einer von den beiden hier hat einen Duftzweig dabei. Dämmerungskraut und ein Elisabeth-Pilz. Ja. Was ist mit dir? Nein, das war nur Asketenleuchtfeuer. Hm. Ja, dann bleibt nur noch der Dicke hier. Ne, wer... Der uns leider nicht sehr dankbar dafür ist, dass wir ihn befreit haben. Dafür ist es gut, wenn er sich ständig auf den Hintern hockt. So, da kommt er nicht durch. Also können wir ihn totfeilen. So. Und können die Drachen-Akolytenmaske aufsammeln, die er droppt. Ja, Info. Von den Aldia-Akolyten getragene Maske. Einige der hellsten Köpfe trafen in Aldia zusammen, um verschiedene neue Rituale zu entwickeln. Aber Gerüchte behaupten, sie wären nicht Herr ihres eigenen Willens gewesen. Das nebulöse Antlitz der Maske diente Abwehr des Zorns des Ritualopfers. Ja. Also mit Aldia, in Aldia ist Aldias Keep hier gemeint. Hier haben sie sich versammelt. Gut. Wir können jetzt mal kurz gehen und uns hier... Ey, du Sprengmeister, komm mal her. Oh, du verschwindest sogar. Auch nicht schlimm. Verstärkte Zauberbarriere ist gut.
Was mir eher Sorgen macht, ist, dass mein Speer langsam am kaputtgehen ist. So. Vielleicht sollte ich für die... Gegner hier, die in den Spiegeln gefangen sind. Spiegel, die übrigens aussehen wie die Spiegel des Spiegelritters. Einen anderen Speer benutzen. Ja, das frisst Ausdauer. Oder ich repariere ihn nachher gleich einfach mal. So. Oder ich mache jetzt Fetz. So. Der hier ist beim Ausbruch aus dem Spiegel wohl stecken geblieben. Also ja, wie ich mal bereits am Anfang des Let's Plays angesprochen habe, Spiegel spielen noch eine interessante Rolle hier. Oh, da bricht auch gleich einer aus. Ich wechsle doch mal den Speer einfach. Es bricht so einer aus. Ja, die haben es nicht mehr drauf. Zum Glück. Wenn ich mir überlege, wie gefährlich... Ja, gut. Wie gefährlich der damals war von der Hölle der Untoten. Dann ist der hier eher recht easy. Netterweise respawnen die Jungs auch. Ritualband des Nordens und ein fossiler Drachenknochen. Warum kann ich hier ein Phantom mit Kliegeluet, könnte ich hier rufen. So, da bricht der nächste aus. Die brechen übrigens alle so aus wie aus dem Spiegelritter-Spiegel. Und es sind auch dieselben beiden Gegnertypen, die da ausbrechen. Au. So. Epischer Tod für den. Und ein Leuchtkäfer. Ja, so ein Leuchtkäfer könnte ich theoretisch jetzt gleich mal einwerfen, wenn ich dem nächsten Forlorn gegenüberstehe. Dass ich euch das auch mal zeigen kann. So, zu diesem Zweck zünde ich hier unten die Fackel an, dass ich nicht ständig meine Flammschmetterlinge verschwende. Oh, und ich wechsle den Speer. So. Gut. Der nächste Forlorn spawnt nämlich hier oben. Hier war ja die Fackel. Halterung, genau hier. Und bevor ich jetzt die Fackel einwerfe, benutze ich mal so einen Leuchtkäfer. So. Heil mich kurz. Und entzünde. Genau. Jetzt dürfte ich nämlich, solange der Leuchtkäfer wirkt, nur halben Schaden nehmen. Und doppelten Schaden anrichten.
Da hat er mich jetzt gerade interessant erwischt. Wow, Heidespeer ist in Gefahr. Ich wechsle doch lieber mal sicherheitshalber den Speer. Wieder. Auch wenn der Speer schwächer ist. Wow. So. Ja. Au, das tut meistens weh. Aber wir haben ihn besiegt. Gut. Das heißt, bevor ich überhaupt jetzt auf die Idee komme, weiterzugehen. Also hier durch diesen Raum zu gehen, durch diese Schleuse, um genau zu sein. Weil da öffnet sich's und da schließt es sich, wenn ich hier am Hebel ziehe. Gehe ich zum Leuchtfeuer zurück. Zum einen, um meine Sachen zu reparieren. Zum anderen sind wir kurz vor Ende der Aufnahmesession. Also kann ich nach Majula zurückkehren und dann mal einen Cut machen. Wo ist der jetzt auf einmal hergekommen? Hm. Naja, nicht so wichtig. Gut, zwei von den vier Forlorns haben wir bereits. Also wie gesagt, es sind vier solche Fackeln. Und jede von diesen Fackeln spawnt einen Forlorn. Und man sollte alle vier entzünden. So, Gegenstandskiste. Sortieren wir mal aus. Dich und dich. Dich brauchen wir erstmal auch nicht mehr. Hier ist nichts mehr, was... Ah, das Ritualband, genau. So, wir haben ein Ritualband des Nordens und des Südens. Auf Standard. Davon haben wir plus 1 und plus 2 ansonsten. Hier ist alles okay soweit. Alles okay soweit. Also zurück nach Majula. So. Ah ja, ein Level abholen. War gerade am Überlegen, ob ich mir lieber Titanit kaufen sollte. Aber nein. Ich mache lieber ein Level up. Könnte mir jetzt noch ein Titanit kaufen und damit die Glocke verstärken. Ja, warum nicht? Die Minute habe ich noch. You've been well. Visit me again. Ja. I knew you. Reparieren muss ich nichts, aber verstärken die Glocke bitte. So, jetzt bräuchte ich zwei große Titanitscherben. I'll be around. Jo. Und vielleicht wird es mal Zeit, dass ich die Glocke hier rüber verlagere. Und den Bogen hier rüber. So. Weil sobald ich dann das Blitzschwert habe, ist die Glocke in der Hand nützlicher. Jo. Aber wie gesagt, jetzt gibt es erst einmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.